ich hab's dir gesagt, dass keiner dich fragt, wo du noch sein wirst, wenn der Sturm sich legt. Du stehst am Pier. Es hat jetzt mehrfach Anregungen gegeben aus Ihrer Mitte, doch den Aspekt nicht zu vergessen, zu vermitteln zwischen Domgemeinde und der Bürgerei. Das ist nicht ganz einfach. Wer übernimmt die Initiative? Sie haben ja gehört, der normale Teilnehmer der Domgemeinde hat relativ wenig Möglichkeiten, es sei denn, es gibt unter der Hand tatsächlich eine Unterschriftensammlung, auch wenn Herr Hess und Herr Berg sicher nicht davon begeistert sein werden. Aber wir müssen irgendwie wieder ins Gespräch kommen, unabhängig jetzt von unserem juristischen Ansinnen, den Bürgerbescheid endlich durchzusetzen. Aber ich bitte Sie, auch aufmerksam hinzuhören, was Sie aus der Wohngemeinde vernehmen. Es ist einiges, soweit ich im Bilde bin, aus Insiderkreisen informiert, einiges in Bewegung geraten. Und unter dem Eindruck der Vorgänge von Limburg, die Kosten müssen gedeckelt werden. Der Kardinal ist im Abgang begriffen, aus gesundheitlichen Gründen. Der Dompropst ist schon gegangen. Der neue steht noch nicht vor der Tür, kommt aber im September. Von daher haben wir auch atmosphärisch, denke ich, ich weiß nicht, ob die Person noch anwesend ist, haben wir eine Chance, hier nochmal nicht nur zu obsiegen, sondern die ganze Stadtöffentlichkeit einschließlich der Dom- und der Martinsgemeinde zu einem Nachdenken zu veranlassen. Jawohl. Kristallisationspunkt eines solchen von den Domgemeindemitgliedern unterschriebenen Papiers wäre die Antwort an den Kardinal, der ja an die Katholiken von Worms gerichtet ist. Da hätte man also wirklich nicht nur einfach eine Befragungsaktion, eine Unterschriftliste, sondern hätte ganz konkret etwas inhaltlich auch dazu zu sagen. Daran will ich nur kurz finden. Mein Cousin in Fulda war bis vor 3 Jahren, er ist jetzt in Rente, der Rechtsbeistand, also Jurist vom Bischof in Fulda, der würde sich da sicher auskennen. Den könnte man fragen. Ich müsste nur genau wissen, wie die Frage genau ist. Gut, das müsste man jetzt jeden Tag, könntest du das klären? An mich. Von Frau zu Frau. Zum Nachfolger noch eine Information. Ich habe den natürlichen Nachteil geschrieben, das war der 83. Brief. Sehr geehrter Bruder Hofnarth, Sie können sich sicher vorstellen, dass momentan in den letzten Wochen, die ich in Ingelheim Dienst tue, hier noch vieles geregelt werden muss. Zugleich aber auch einiges im Hinblick auf meine Aufgabe in Worms auf mich einstürmt. Bitte entschuldigen Sie daher, dass ich meine Antwort knapp halten muss. Ich habe Ihnen also angesprochen, dass mir früher auch so ging, aus einer Gemeinde zur nächsten, am einen Sonntag Abschiedsbericht, am nächsten Sonntag Antrittsbericht, inzwischen bei Ihnen zwar nicht mit Familie und Goldfischen, Reise und so weiter. Ich habe Ihr Schreiben und auch Ihr Anliegen zur Kenntnis genommen. Natürlich verfolge ich schon jetzt die Nachrichten aus Worms, auch die um das Haus am Dom. Ich bitte aber auch um Verständnis, dass ich mich zur Sache jetzt nicht äußern kann. Das gebietet der Respekt vor den Entscheidungsträgern in Worms. Auch in der katholischen Kirche hat in diesen Dingen letztlich der Pfarrer nur eine Stimme innerhalb des Verwaltungsrats. Sie dürfen sicher sein, dass ich nicht zuletzt durch archäologische Grabungen und Funde, die in den letzten Jahren hier in Ingelheim in und um meine gegenwärtige Pfarrstelle St. Remigius gemacht wurden, sensibel bin für die ehrwürdige Geschichte des Ortes und seine besondere Bedeutung, wie auch für die Belange der Denkmalspflege. Zugleich ist es mir wichtig, dass der Dom nicht als bloßes Kulturgut, sondern als lebendiges Haus der Gemeinde wahrgenommen wird. Danke für Ihre guten Wünsche. Ich gehe mit Zuversicht und Gottvertrauen nach Worms und freue mich bei allen Herausforderungen, die warten auf die neue Aufgabe. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Matthias Schäfer.
Nur zu Ihrer Information. Du musst deinen Blick höher richten. Höher. So ein bisschen hoffen. Nicht graben. Höher. Sein Blick, der neue. Ja. Diesen Brief hat ich, ja, sagt man, wortwörtlich aufgedeckt. Wortwörtlich. Im Brief geht er Meter ab auf die Grabungen. Er muss seinen Blick höher richten. Also diesen Brief habe ich, Ihnen nämlich auch geschrieben, wortwörtlich genauso bekommen. Das sind Satzstücke, die er wohl immer geschrieben hat. Haargenauso. Das Einzige ist, dass ich geschrieben habe, dass auch hier sehr viele Verletzungen auch gewesen seien, dass also die Domgemeinde oder der Vorstand ja diese Unterschriftensammlung angezweifelt hätte und dass das den Vorstand sehr gekränkt hätte. Und da schrieb er noch dazu, alles andere ist wortwörtlich genauso. Das würde ihm sehr leid tun, dass also hier Leute gekränkt worden seien. Allerdings hätte er von anderer Seite gehört, dass auch die andere Seite sehr gekränkt worden sei. Dann müssen wir uns diesen Komplex abschließen. Wir müssen ja langsam zum Schluss kommen. Herr Kienzler, noch zwei Dinge bitte. Ich möchte zwei Punkte bringen. Sie haben gesehen, wir sind seit anderthalb Jahren am Ruder. Und das hat viel Kraft gekostet. Und wir sind wenige Schultern. Wenn wir diese Aktion nicht in gleicher Weise, aber aktiv weiterführen möchten, brauchen wir mehr Schultern, aktive Schultern. Sonst können wir das nicht machen mehr. Und zwar sind es zwei Themen. Wir haben eine Homepage, der Herr Ambrosius hat die jetzt umgestaltet. Schauen Sie mal rein, so werden Sie also in der Computerwelt Ihren Einblick nehmen. Und es bedarf einer kleinen Gruppe, zwei, maximal drei Gestalter, die nicht jetzt Ideen möchten, sondern Korrekturen lesen, anregen, was reinkommt und nicht dann. Also eine Art Beratungs- und Gestaltungsteam, wobei einer auch technisch versiert sein muss. Der Herr Mose sagt, es ist jetzt leichter zu handeln. Er hat da eine Methode, die also es einem Nicht-Computerexperten auch erlaubt. Da hätten wir da ganz große Schwierigkeiten, das fortzuführen. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema hatten wir schon mal angeschnitten, das ist die Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Auch da bedarf es eines festen, kleineren Kreises, der sich wirklich bereit erklärt, hier sich zu treffen. Also wie gesagt, ein Dreierteam würde auch schon reichen, wirklich aktiv mitarbeiten. Wir haben hier kluge Köpfe, wir haben Leute, die schreiben können, wir haben es ja immer wieder erlebt, aber es bedarf eben die Bereitschaft, hier regelmäßig halt vielleicht alle 14 Tage dann noch zusammenzukommen, zu sagen, was gibt es Neues, was haben wir, was können wir der Presse Neues bieten. Sonst schaffen wir, sage ich, schaffe ich es nicht mehr. Das wollte ich nur noch sagen. Und ja, bitte melden Sie sich an Erika Pinell, die ja nun sehr viel Arbeit geleistet hat, hier zu koordinieren, außerhalb des eigentlichen Vorstandkreises. Also dieses Sonderlob hast du, weiß Gott, verdient, das wissen wir alle. Ganz kurz, bitte, Herr Zell. Ganz kurz. Ganz kurz. Wir haben hier gesprochen, dass man den Kontakt zu Domgemeinde soll man suchen. Da soll der Verein einfach einladen, die Domgemeinde zu den Treffen, wenn wir das machen, die sollen auch kommen. Das muss doch im Wort so gehen, dass alle Bonze wollen den Dom. Die wollen das Haus und dann in dem Moment, wenn die Leute auch kommen, in dem Moment kann man das sich unterhalten. Aber da muss, wie gesagt, die Presse, alle diese, nicht in kleine Kinder, die habe ich von Anfang an gesagt. Die Domgemeinde einladen. Wenn ich die Presse richtig gelesen habe, sind die Mitglieder der Domgemeinde in diesem Treffen eingeladen. Die Pressemeldung an die Presse war wortwörtlich, kann ich sagen, auch die Mitglieder der Domgemeinde sind zu den heutigen Abend erst eingeladen. Ich gebe jetzt mal zu, dass dieser Satz, den ich dazu gezaubert hatte,
dass der in der Presse nicht erschienen ist. Ist da. Aber ja, ich bin nicht die Presse, Herr Dübel. Sicher nicht. Ne? Aber wir versuchen, der Weg ist dem Einschlag. Also ich denke auch, auf welchen Fall wir werden dann eine Brücke abgeben. Aber im Gegenteil, wenn der gerade tut, der Gemeinde Mitglied und sicher auch andere Leute, müssen wir einfach intensivere Kontakte beziehen. Gut, jetzt sind wir eigentlich am Ende mit unserer Infoveranstaltung heute Abend. Ich bedanke mich, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir haben immerhin 9:15. Jetzt könnte man langsam die Projekte umgehen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir dann in einer separaten Veranstaltung. Recht herzlichen Dank euch allen, die ihr hier wart. Und ich freue mich jetzt schon, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Was passiert? Ja, ich meine, im August wird es für mich zum Teil sehr schlecht mit Sonntagsabends, aber für den kommenden Sonntag können wir wiederum um 18 Uhr treffen, wenn der nötige Rückhalt da ist. Und ich glaube, der Rückhalt ist da. Ich habe zwar, uns fehlt ein Musikus, glaube ich. Der Michael kann, glaube ich, gar nicht. Der ist den Herzen, macht er seine Malgeschichte. Ja, aber wir haben dafür Gitarre kann er gespielt werden. Ne? Also, dann verabschieden wir, oder dann sage ich mal zumindest, was den Infostand anbetrifft, versuchen wir uns intern erstmal noch. Da bin ich jetzt der Meinung. Infostand erst, wenn wir wissen, das ist wichtig. Also Infostand, wenn wir wesentliche Neuigkeiten bei uns haben. Ich möchte mal ganz allgemein ausdrücken, aber am Montag geht es grundsätzlich weiter. 18 Uhr. Okay. Ich hab's dir gesagt, dass keiner dich fand. Wo du noch sein wirst, wenn der Sturm sich legt. Du stehst am Pier.